Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Alterperimentale, liebe Gäste, mein Name ist Reinhard Burtscher, ich bin Vizepräsident für Forschung, Transfer und Weiterbildung an der Katholischen Hochschule für Sozialwissen Berlin. Die Katholische Hochschule ist Teil des Transferbündnisses, in dem verschiedene Organisationen aus Deutschland und Polen zusammengeschlossen sind. Hier wird zusammengearbeitet, geforscht, neue Impulse werden gesetzt und ich hoffe auch sehr, dass die beteiligten Menschen in diesem Bündnis in den nächsten Jahren viel Freude und auch Spaß erleben können. Ich greife in diesem Grußwort drei kurze Gedanken auf. Es geht um gutes Leben, um die Zahl 4000 und um das Wort unerhört. Erstens, was gehört zu einem guten Leben im Alter? Wie gelingt zufriedenes und glückliches Leben auf dem Land? In Ihrem Bündnis haben Sie total spannende Fragestellungen. Die Hoffnung ist, dass die neuen digitalen Möglichkeiten und die Notwendigkeit zur ökologischen Entwicklung einen wichtigen Beitrag zum guten Leben liefern kann. Diese zwei Themen, Digitalisierung und Ökologie, sind wichtiger denn je. Das erleben wir alle fast jeden Tag. Insofern ist das Thema Ihres Bündnisses am Puls der Zeit. Ich wünsche Ihnen zunächst, dass Sie neue Modelle des guten Miteinanders ausprobieren und zum Vorbild werden für viele andere. Zweiter Gedanke. Jeder Mensch ist anders. Was bedeutet das für Ihr Vorhaben? Im groben Durchschnitt haben wir Menschen in Europa ca. 4000 Wochen Lebenszeit. 4000 lächerliche Wochen Lebenszeit, stellen Sie sich das vor. Nur selten machen wir uns das bewusst, wie wir diese Wochen gut nutzen wollen. Was sind die Lebensfragen, auf die es ankommt, die entscheidend sind? Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Lebenszeit im Bündnis nicht verplempern, sondern sich den entscheidenden Dingen im Leben widmen können. Wählen Sie aus, was wichtig ist, und manchmal sind die scheinbar unwichtigen Dinge ganz besonders bedeutsam für ein gutes Leben. Vielleicht kennen Sie den berühmten Satz aus dem Psalm: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie zusammen entscheidende Fragen des Lebens aufdecken und finden können. Ich wünsche dem Bündnis, dass Sie zusammen diese entscheidenden Fragen des Lebens gut bearbeiten können. Und nun mein dritter und letzter Gedanke. Seien Sie unerhört im Sinne von unverschämt. Ich mag die Doppeldeutigkeit des Begriffs unerhört. Unerhört kann verwendet werden im Sinne von: Ein Mensch wird nicht gehört, seine Anliegen oder Bedarfe verhallen, seine Bedürfnisse werden überhört. Ein Mensch, der nicht gehört wird, der wird nicht wahrgenommen. Er wird nicht beachtet oder bemerkt. Ich finde diese Folgen ganz schrecklich. Ich bin sehr angetan darüber, dass in diesem Bündnis sehr genau darauf geachtet wird, dass möglichst viele Menschen zu Wort kommen. Menschen, die bislang nicht oder nur wenig gehört wurden. Kurzum, ich finde es toll, dass Sie partizipativ arbeiten und den Menschen aktiv zuhören. Die andere Deutung des Begriffs unerhört liegt in der Zuschreibung von: Dieser Mensch ist aber unverschämt. Was bildet sich diese Person überhaupt ein? Wie kann diese Person nur eine solche unangemessene Kritik äußern? Wie kann sie nur so schrecklich sich verhalten? Das ist ja unerhört. Tatsächlich wünsche ich allen Beteiligten im Bündnis, dass sie auch ein bisschen unerhört im Sinne von unverschämt sind. Ich bin überzeugt, dass ein wenig Unverschämtheit zu einem gesunden Selbstbild
und Selbstbewusstsein gehört. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrem Bündnis eine gute Portion gesundes Selbstvertrauen in die Prozesse, in die Produkte und in die Ergebnisse, die in den nächsten Jahren entstehen werden. Wir als Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin möchten Sie dabei gerne unterstützen. Bevor ich schließe, gilt mein großer Dank der Projektleiterin aus unserer Hochschule, Professor Dr. Cordula Enter, und an ihre wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Sie haben bereits im Vorfeld des Projekts ganz viele Stunden in den Projektantrag investiert. Wunderbar, dass Sie so erfolgreich waren. Darüber hinaus danke ich dem Mittelgeber, dem Bundesministerium für Forschung und Bildung, für die Förderung im Rahmen der T-Raum-Initiative. Schade, dass ich heute nicht vor Ort dabei sein kann. Ich hatte den Termin bereits deutlich im Kalender markiert, aber wie es so ist, dazwischen ist ein unausweichlicher hochschulpolitischer Termin gekommen. Bitte entschuldigen Sie deshalb diese etwas nüchterne Form der Videogrußbotschaft. Gerne komme ich Sie an einem anderen Tag besuchen. Also in diesem Sinne, alles Gute, viel Erfolg und auf ein Wiedersehen.